Die Sommersaison ist eindeutig vorbei, auch wenn uns an diesem Wochenende noch mal ein warmer Hauch verwöhnte. Der Saisonabschluss in Tabaz war deshalb eindeutig wärmer als sonst, aber trotzdem wieder ein Treffen von Klein-Groß-Anfängern und Meistern, um noch einmal gemeinsam auf die Matten zu springen. Der sogenannte Nachtsprunglauf ist schon eine Tradition, auch wenn beim Springen nicht immer schon wirklich Nacht ist. Beim jüngsten Springer- und Springerinnen-Nachwuchs war die Aufregung auch bei lauer Dämmerung schon groß genug. Sie bestiegen die 12-Meter-Schanze am Datenberg in Tabaz trotzdem wie die Profis. Wenn alles sitzt, geht's vom Backen. Und dann zählt auch der Sprungstil, denn die Sprungrichter vergeben echte Wettkampfpunkte. Nur bei den Allerkleinsten wird natürlich ein Auge zugedrückt, wie bei der vierjährigen Finja. Sie absolvierte ihre erste Abfahrt bei einem Wettkampf. Eindeutig fiel auch ihre Meinung darüber aus. Schön. Solche besonderen Wettkämpfe sollen Anreize schaffen, motivieren. Denn auch im Skispringen gilt, dass sich früh übt, wer Weltmeister werden will. Der Nachwuchsbereich bräuchte deswegen auch noch mehr Engagement und System. Es muss halt noch gezielter unten in den unteren Bereichen gesichtet werden und vor allem auch immer Jüngere ranziehen und auf die Ski stellen. Ein Ski-Nordisch-Talent im Laufen und im Springen ist Cindy Harsch. Die Achtjährige hat schon fleißig Titel gesammelt. Zuletzt wurde sie Landesmeisterin. Auch heute bewies sie mit 10 und 9,5 Metern ihre Sprungkraft. Das Schönste am Skispringen ist der Flug. Noch mehr geflogen wurde danach von der 30-Meter-Schanze. Und so machte der Nachtsprunglauf seinem Namen auch alle Ehre. Bei den Skispringern zählt man übrigens schon ab 31 zu den Senioren. Nach oben hin offen. Mit 66 Jahren war Wolfgang Schramm einer der Ältesten auf den Brettern und landete in beiden Durchgängen bei 26 Metern Weite. Weit über 500 Zuschauer machten die Veranstaltung bei deutlich zweistelligen Temperaturen zu einem Familienskisprungfest, bei dem es am Ende aber natürlich auch Sieger gab, so wie Cindy. Und auch ihr Bruder konnte in der Altersklasse 12-13 gewinnen. Und er hat große Ziele. Ja, ich träume mir als Skispringer, dass ich Olympiasieger werde. Thüringen drückt schon jetzt die Daumen. Harsch also ein Name, den Sie sich merken sollten. Vielleicht bringen Sie irgendwann nordisches Olympiagold nach Thüringen.